herzlich willkommen zusammen zurück hier auf unserem Community-Server. Ja, ihr seht's, der Frühling ist zurück. Endlich ist der Schnee weg, endlich ist wieder alles grün. Und ich kann euch mal meinen Hof in voller Pracht zeigen. Auch der ganze schöne Boden, wie der ausschaut. Wir werden das heute machen. Zugleich haben ja wieder richtig viele Muttersauen Nachwuchs bekommen. Wir können mal kurz reinschauen. Da müssen wir auf alle Fälle ziemlich viel neu organisieren und auch Schweinchen verkaufen. Aus dem einen Stall hier habe ich schon 96 verkauft. Das schauen wir uns gleich an, wie ich da weiter strategisch vorgehe. Ich kann euch schon mal zeigen, dass ich 84.000 diesen Monat schon durch Tierverkauf verdient habe. Ja, also es ist schon sehr lukrativ. Wie das zustande kam, erkläre ich euch gleich. Doch bevor wir dazu kommen, möchte ich parallel noch ein bisschen was anderes machen lassen, denn ich habe richtig, richtig viel Arbeit und wir werden uns jetzt eine neue Maschine kaufen. Ich habe seither immer vom Lohner einen Mulcher ausgeliehen, aber wir werden jetzt in Zukunft ein bisschen mehr mulchen müssen. Er muss sicherlich auch einiges mulchen und damit da die Maschine auf alle Fälle immer parat steht, werde ich mir jetzt einmal selbst einen Mulcher kaufen. Wir haben hier ziemlich viele Geräte zur Auswahl, aber die sind halt relativ schmal. Selbst hier hinten der hier. Und da wird es halt hier, das sind so die breiteren Geräte. Das ist so, der hier braucht 200 PS, das hat schon viel. Dann hätten wir noch die zwei hier. 5,6, 5,8 Meter, 130, 150 PS und ich denke, da passt der Dalbo Maxi Cut am allerbesten. Deshalb werden wir uns den jetzt hier einmal kaufen. Natürlich mit einem anderen Kennzeichen hier. Einmal RGA. Was machen wir denn? 664 haben wir, glaube ich, noch nicht. Weil, wenn man es genau nimmt, er müsste an so einem Fahrzeug ja hinten ein Kennzeichen drauf. Wozu auf dem Hof? Oh, jetzt habe ich es nicht gekauft. Nochmal. Wozu auf dem Hof natürlich auch ein Fahrzeug vorhanden ist. So. Kaufen. Gut, steht abholbereit. Da steht's. Der schicke neue Teil hier. Den hängen wir uns jetzt mal an. Und dann geht's ab aufs Feld. Hier mal wieder ein bisschen lüften. Ist ja jetzt endlich hier frisch Frühling. Herrliche Frühlingsluft einatmen. Ist ja auch in Realität gerade draußen. Da freue ich mich so krass drauf. Ihr sicherlich auch. Schreibt gerne mal dazu, wie sehr ihr den Frühling feiert. Ein bisschen was in die Kommentare. Wir können mal kurz eine kleine Übersicht hier machen. Feldtechnisch habe ich Feld 147 und Feld 6. Also oben links und oben rechts. Jeweils schon vorbereitet, gemulcht, gepflügt. Da habe ich auch jetzt gerade vorher schon die Saataufträge geschrieben. Also Feld 147 kommt Gerste rein, Feld 6 kommt Zuckerrüben rein. Das darf der Lohner dann mal sehen. Ich muss mich dann natürlich weiterhin noch um die Felder kümmern. Muss schauen, dass die gedüngt werden. Muss da auch noch mal hin, muss Kalk streuen. Und wenn er gesät hat, muss ich natürlich da auch hin und muss da walzen. Aber Sämaschinentechnik, ja, wir haben ein bisschen was. Eigentlich bin ich schon überlegen, ob ich die wieder verkaufe, weil das sind halt keine Direktsaatmaschinen. Und Direktsaat ist halt so was, was richtig viel bringt. Vor allem mit Precision Farming. Und das wollen wir halt ausnutzen.
Ja. Also da muss ich mich noch drum kümmern, aber da muss erstmal der Lohner was machen. Es ist nicht so dringend. Dringender ist, dass wir tatsächlich mehr Felder vorbereiten, wo er auch säen kann. Und deshalb fahren wir jetzt mal darüber auf Feld, was ist es? 48 und 53. Einmal Hirse, einmal Mais. Und da werde ich jetzt anfangen, einmal schön mulchen. Eigentlich wollte ich es ja im Winter machen. Ich weiß gar nicht, wie oft, dass ich das gesagt habe, aber ja, dann war Schnee, dann hatte ich keine Zeit. Grande Katastrophe, also, naja. Machen wir es jetzt. Jetzt macht es auch direkt mehr Laune. Und ich werde dann gleich auch einen Helfer einstellen. Und wir kümmern uns um die Schweine. Erkläre ich euch da ein bisschen was zu meinem System. Also habe ich schon mal gemacht. Aber das System wurde jetzt ein bisschen angepasst. Ich bin jetzt tatsächlich auch in der Endausbaustufe von meinen Ställen. Also ich werde jetzt nicht noch zusätzlich irgendwie einen weiteren Schweinestall oder sowas bauen. Schweinestall ist Ende aus. Da gibt es keinen mehr. So, ich würde sagen, wir fangen hier am Maisfeld an. Da sind wir damit ja quasi auch schon angekommen. Mal direkt hier mal die neue Maschine einmal ausklappen. Sieht trotzdem schon sehr schmal aus hier. Aber ja. Sind sie denn wieder, die Mulcher? Da sind sie doch. Der hier, klar, der ist nochmal 20 cm breit, der kostet aber auch deutlich mehr und braucht halt mehr Leistung. Das ist so ein Punkt, wo ich mir denke, braucht man nicht zwingend. Boah, staubt es heute schon wieder. Boah, wir machen. Okay, die Heckscheibe ist schon zu. Ich dachte, die wäre offen. Vielleicht Dachfenster noch das. Nee, so rum ist zu. Dass wir das noch zumachen. Puh. Ja, hat auch schon wieder einige Tage nicht geregnet. Wobei der Schnee, hat der Schnee gehabt. Der ist ja auch geschmolzen, ist ja auch Wasser. Ich muss sagen, ich war tatsächlich am letzten Februartag gar nicht hier. Weiß nicht, ob es da Schnee hatte oder immer da, ob es da schon trocken war. So. Ist halt ein Riesenfeld hier. 25 Hektar in etwa. 24, irgendwas. Und da wird es mulchen ganz schön lange dauern. Tendenziell. Ihr wisst ja, den kleinen Fendt, 15er haben wir ja. Der wäre vielleicht ganz praktisch hierfür, auch zu mulchen, für so Feldarbeiten. Weil jetzt habe ich halt hier schon direkt fast 300 PS. Ist jetzt fürs Erste ein bisschen überpowered. Wir können später umhängen. Ich brauche den auf alle Fälle, den Kleinen, auch nochmal, um ein bisschen die Tiere zu füttern. Deshalb steht er erstmal noch zu Hause. Aber später im Thema Schweine durch sind, können wir da gut umhängen. So, jetzt fahre ich gerade noch einmal bis hier hinten hin. Dann hätte ich gesagt, stelle ich hier mal einen Helfer ein, der dann hier ein bisschen arbeitet und ich kümmere mich um die Schweinchen. So, bis hier hin.
Auch sehr cool, wie die Walzen schaukeln. Haben sie sehr, sehr cool umgesetzt, wie ich finde. So. Helferchen. Fährt er davon in der Staubwolke. Ja, der soll jetzt mal das Grobe machen und Vorgewende mache ich dann später. Springen wir erstmal wieder hier zu unseren Schweinchen. So. Genau. Jetzt habe ich gesagt, ich habe hier von dem einen Stall. Da sind nur noch zwei Stück drin. Der Rest ist weg. Da habe ich. Vier sind noch drin. Da habe ich heute schon ganz viel verkauft. Pro 48 Stück kriege ich 9600. Ihr seht es oben auf dem Konto. Auf der täglichen Einkommensbegrenzung habe ich heute 19.200 verdient schon. Das ist wie gesagt durch die zwei Fuhren. Aber ich hatte eingangs erwähnt, wir haben hier diesen Monat durch Tierverkauf schon 84.000 verdient. Ja, wie kann denn das sein, werdet ihr euch fragen. Das heißt, wir ziehen mal die 19.000 ab. Dann sind wir hier bei 65.000, die ich auf andere Art und Weise verdient habe. Wie geht das? Ja, wir haben ja hier die Mod drauf, realistische Tiere, die quasi hinzufügt, dass unsere Tiere eine realistische Anzahl an Nachwuchs bekommen. Also eine Muttersau gibt in Realität 10 bis 20 Ferkelchen und die Mod macht das nicht ganz realistisch, wäre irgendwann auch, glaube ich, zu übertrieben hier, aber zwischen 8 und 12 ist so die Wahrscheinlichkeit. Und wenn wir uns das anschauen, der Stall hier zum Beispiel, da seht ihr ja, da sind 139 Ferkelchen drin, die heute geboren wurden. Davor waren hier die vier Positionen drin. Das heißt, hier diese 13 Mutterschweine haben Nachwuchs bekommen und haben 139 Ferkelchen bekommen. Damit habe ich eine Überbelegung und ich kann jeden Stall doppelt überbelegen. Das heißt, wenn der Stall ursprünglich 100 für 100 Tiere Platz hat, kann ich da 200 Tiere reinpacken durch die Überbelegung und mehr geht aber nicht. Wenn es jetzt passiert, dass die Muttersau Nachwuchs bekommen und durch die Überbelegung, also es gibt so viel Nachwuchs, dass die Überbelegung gerissen wird, und wir da drüber rauskommen, also statt 200 wären dann plötzlich 300 Ferkelchen drin, dann werden die neugeborenen Ferkelchen direkt automatisch verkauft. Und das ist jetzt hier an ein paar Stellen passiert. Das kann man auch gar nicht verhindern ganz. Da müsste man halt einfach schauen, dass ich immer nur Muttersauen mit exakt 10% von dem, was der Stall fassen kann, drin habe. Ja, ist passiert und damit habe ich quasi von allen Stellen, ihr seht ja hier, ich habe ja hier 3, 6, 7 Schweineställe, da habe ich jetzt 65.000 durch die Überbelegung automatisch verkauft und an Einnahmen bekommen. Ich war noch nie live dabei, weil der Zeitpunkt, dass die Ferkelchen kommen, ist bei uns morgens um 6 Uhr Realzeit. Und meistens schaue ich dann mittags oder abends rein und dann passiert es halt auch relativ schnell, dass durch die Überbelegung die Gesundheit sinkt. Und ich sehe, hier muss ich auch richtig nachfüttern. Weil die Überbelegung ist halt auch nicht gut. Der Platzmangel, da leidet die Gesundheit drunter. Und deshalb müssen wir jetzt hier auch was machen. Ich habe hier in dem einen Stall schon ein bisschen Platz geschaffen. Da sind jetzt nur noch 4 Stück drin. Die werden auch noch verkauft. Und jetzt möchte ich mal schauen, dass ich hier in dem Stall Platz schaffe, dass da nur noch 100 drin sind. Und wenn da nur noch 100 drin sind, ist ganz entspannt, dann können die anderen quasi nach und nach wieder Gesundheit aufbauen. Jetzt ist natürlich die Frage, schaffe ich das? Wahrscheinlich schaffe ich das nicht. Ich weiß, alle, die älter wie 13 Monate sind, die werden heute verkauft. Sofern sie nicht irgendwie nächsten Monat Nachwuchs bekommen würden. Da haben wir hier 13.
Gear können wir theoretisch auch alle verkaufen, wobei ein Teil möchte ich davon als Mutterstone auf alle Fälle noch behalten. Die sind sowieso von nächsten Monat, die behalten wir alle noch. Wir haben hier mit 10 Monaten, die behalte ich noch 3 weitere Monate. Die auch und die auch. Die behalten wir noch. Die noch, die noch, die noch. Ne, die kommen weg. Die sind neu. Die sind auch neu. Und dann müssen wir hier noch schauen. Genau, das sind 29. Und hier 64. Ich glaube in dem Stall, weil die sind alle nur kompletter Nachwuchs. Das heißt, die und die, was sind es? 80, 90, 93 Muttersauen mal 10, das heißt, die haben 900 fergliche Nachwuchs bekommen. Ein Teil ist noch da und der Großteil ist weg und da ist halt so der Hauptbatzen hergekommen, was mir die 65.000 eingebracht hat. Wahrscheinlich wurden die auch noch unter Marktpreis verkauft, aber ja, ich kriege auf alle Fälle ein bisschen Geld und das ist eine sehr, sehr gute zusätzliche Einkommensquelle. Genau, die sind auch noch 14. Das heißt, ich würde sagen, wir packen als allererstes alle, die heute verkauft werden sollen, mit 14 Monaten hier in den leeren Stall rein. Peppeln die wieder auf von der Gesundheit her, weil ihr seht ja aktuell, kriegt da pro Sau plus 180. Wenn ich das jetzt aber hinbekomme, dass die von der Gesundheit her wieder aufsteigen, dann kriege ich da pro Sau natürlich mehr. Ich könnte auch mal einen Herrn Bäcker fragen, ob der in der Schlachterei welche braucht. Das habt ihr im Stream auch mitbekommen. Wenn nicht, schaut euch gerne den Stream noch an. Nachträglich von Freitag. Da gibt es inzwischen einen neuen Industriepark. Und da hat der Herr Bäcker eine Schlachterei. Vielleicht will er die direkt haben. Aber nochmal, damit es verständlich wird. Erstmal jetzt die alten hier separieren. Dass wir die wieder aufpäppeln können. Dass es denen gesundheitlich wieder besser geht, die mehr Wert haben. Und dann können wir mal schauen, wenn die dann weg sind, dass wir dann logistisch anders umsortieren. Ach genau, 4 waren es noch. Die sind jetzt auch wieder da. Waren vorher irgendwo versteckelt. Dass wir da anders umsortieren. Und dann die nächste Ladung aufpäppeln und die dann auch verkaufen. So, bei diesen Stellen hier ist es leider so, da kann ich hinten nicht einen Schlag aufmachen und irgendwie hinfahren. Die sind hier so nah zusammengebaut, ja, da hätte ich mehr Platz lassen sollen. Aber das habe ich halt auch erst im Nachhinein festgestellt, sodass ich da mit dem LKW-Anhänger gar nicht richtig hinfahren kann zum Auf- und Abladen. Entschuldigung, das geht nur bei dem ersten und beim letzten Stall hinten. Während ich hier rumfahre und ihr euch hier so ein bisschen auf dem Hof vielleicht da umschaut, man sieht hier, ich habe hier zwei Fahrspuren einmal schön asphaltiert. Und rechts und links von ist halt noch Schotter. Da war mir dann der Rest an Asphalt zu teuer. Aber so, das sind die zwei Hauptspuren, wo man immer durchfährt. Und wo dann halt quasi auch, ja, hier der Hauptweg ist, wenn man zum Silo hinterkommt. Wenn es dann darum geht, dass wir hier uns die, ja, wenn da quasi ein Lohner kommt und für uns Sachen abfährt, dass er dann auch direkt einen Weg erkennt. Ah, okay. Das ist der Hauptweg.
zu dem seinem Silo. Drei können wir noch. Muss ich gerade mal reinschauen. Ach, hier haben wir noch 85. Okay. Ja, wahrscheinlich nehme ich da alle raus und dann hast du nur noch Fergelchen drin. Sieht auch ganz nett aus, wie die hier drin sind. Alle möglichen Rassen. Und die haben sogar noch schön Platz. Also müssen es nicht richtig eng stehen. Gut, ist auch nur ganz kurz für den Transport bis um die Ecke. Und dann dürfen sie auch schon wieder raus. So, wir machen hier mal einen Stall zu, weil da müssen wir jetzt gleich erstmal nicht hin. Wir fahren jetzt hier hinter wieder an Stall Nummer 4. Da rein. Ich muss dann danach auch mal schauen, dass die wieder alle sauber gefüttert sind. Dass da niemand hungern muss. Strom müssen wir neu einstreuen. Aber das Umstellen ist jetzt halt von Anfang erstmal wichtiger. So, das heißt, wir lagern jetzt erstmal hier. 29 ab in den Stall. Dann die in den Stall. Dann haben wir ja hier welche. Die laden wir direkt in LKW. 4 Stück sind es noch. Ne, nicht die. Sondern die hier. Ab in den Stall. Da passen jetzt noch 4 rein. Muss gerade mal schauen, gleich, ob die in Stall 4 genügend Futter haben. Schauen wir mal. 1, 2, 3. Das hier ist der richtige Stall. Ja, doch, die haben genügend Futter. Das heißt, von jetzt an kann bei denen die Gesundheit wieder steigen. Und sobald die halt bei 100% ist, sehen wir dann, werden die sich auch preislich von 180 Euro wo ganz anders hin entwickeln. So, jetzt würde ich sagen, die 4, die ich jetzt habe, da habe ich ja hier hinten nochmal einen Stall. Stall Nummer 6 wäre das. Da hätten wir nochmal welche. Die sind 4 Monate alt. 4 Monate ist hier so der optimale Verkaufszeitpunkt. Wenn es keine Nachzugsauen werden. Und da holen wir nochmal eine Ladung raus, weil ja, also wenn ich pro Wurf, was es an Nachwuchs gab, vielleicht so 50 behalte als Zuchtsauen, dann denke ich, reicht es mal. Weil wenn ich 50 habe, kann ich ja theoretisch hergehen. Ich habe ja hier der erste und der letzte Stall, sind zwei Ställe, da passen 270 rein. Und die Ställe mittendrin, die sind kleiner, da passen nur 100 rein. Was heißt kleiner? Von der Fläche her sind die gleich groß. Innen vom Stall, aber die haben halt keinen Auslauf. Also wenn man Auslauf wegrechnet, sind sie kleiner. Und ja, wenn ich da in jeden dann 10 Stück reinpacke, 10 Muttersauen, die dann jeweils 100 Fergelchen zusammenbringen monatlich, dann kann ich damit ja 5 Ställe füllen. 50 durch 10. Stelle. So. Genau, jetzt würde ich sagen, fahre ich mal schnell zum Viehhändler und dann sehen wir uns gleich wieder. Das sind wir auch schon am Viehhandel. Müssen wir dahinter fahren? Ja, reicht wunderbar. Ah, shit. Das kann ja gar nicht funktionieren. Wir müssen eh einmal umdrehen. Drehen wir diesmal so rum um. Ah! Nicht den Zaun wegdrücken hier. So. Hinten Klappe auf.
Und dann können wir hier die 48 Speinchen verkaufen für 9.600 Euro. Also, boah, fast 10.000. Für 10.000 einmal hier hochfahren zum Viehhändler. Ist eine sehr weite Strecke, wenn wir uns das auf der Karte anschauen. Definitiv. Also hier ist ja der Hof. Und da ist der Viehhändler. Ist einmal komplett die Straße hier so lang. Wer auf die Uhr geschaut hat, der hat sicherlich auch gesehen, wie viele Minuten das gedauert hat. Aber ja, es lohnt sich, würde ich sagen. Und ich glaube, ich kann heute gar nichts anderes verkaufen, wenn ich dann noch die Muttersau, die Zuchtsau wieder aufpäppel, dass es denen besser geht und die verkaufe. Weiß nicht, was ich für die tatsächlich kriegen würde. 400, 500 pro Sau mit 14 Monaten. Ja, da werden wir die 120.000 heute vielleicht ausnutzen. Wir werden sehen. Ich fahre auf alle Fälle mal wieder zurück. Back at home. Ja, dann können wir direkt mal schauen, was wir jetzt als nächstes machen. Wir haben ja jetzt quasi wieder Platz für weitere 48 Sauen geschaffen. Das heißt, wir können mal wieder schauen, aus einem überbelegten Stall, welche das wir da irgendwie entfernen können. Und wir haben hier noch 85 14-monatige, die verkauft werden sollen. Und es macht halt schon Sinn, dass man sagt, okay, die, wo ich mir sicher bin, die werden sowieso diesen Monat noch verkauft. Dass ich die als allererstes aufpäppel, weil da ist halt am allerwichtigsten, dass die Gesundheit gut ist. Weil es halt definitiv einen großen Impact auf den Preis hat. Sind jetzt erst 10 Minuten vergangen. Wir könnten mal schauen. Aber es geht relativ langsam, dass die Gesundheit wieder hochgeht. Aber bei 6% haben sie schon wieder. Vielleicht gerade. Ich weiß nicht, ob es stündlich geupdatet wird. Da habe ich noch nie so genau drauf geachtet. Prinzipiell würde ich sagen, kann gut hinkommen, dass um 9 die 6% zustande gekommen sind. Wir werden es einfach mal beobachten. Vielleicht haben wir schon ein finales Ergebnis am Ende des Videos. So. Die hier 48. Einladen. Wieder zuklappen. Wenn so schnell auch Sauen aufladen in Realität gehen würde, das wäre ein Traum. Aber die haben meistens keine Lust zu laufen. Zumindest nicht dahin, wo sie laufen sollen. Und dann, ja. Da braucht es richtig viel Zeit. Je älter das die sind, umso sturer sind die. Ich kenne das. Da teilweise schon mit so einer Sau aufladen halbe, dreiviertel Stunde verbracht, bis sie endlich mal im Anhänger war. Eine einzelne. Das ist halt nicht ohne. So. Gut, nicht 48. Ich will jetzt hier tatsächlich nur 4 abladen. So. Dann ist der nämlich voll. Könnt auch tatsächlich mehr abladen, das funktioniert tatsächlich mit der Mod. Im Übrigen, wer irgendwelche speziellen Mods wissen möchte, die hier auf dem Server drauf sind, in der Videobeschreibung ist ein Link zum Server und das sind direkt alle Mods in der Version, die hier auf dem Server sind, hinterlegt. Ist jeweils immer live und theoretisch könntet ihr die direkt von dort auch runterladen und selber nutzen. Falls ihr euch dafür interessiert. So. Bin ich hier im richtigen Stall? Ja, doch, bin ich. 44 da rein. Sehr gut.
Ja, also ich glaube tatsächlich, lasse ich es jetzt mal, bis die ein bisschen aufgepäppelt sind. Weil ich weiß jetzt nicht, ob das groß was bringt. Da ist der Boden ein bisschen eingesackt, sehe ich gerade. Interessant. Ja, ich muss mir kleine Ruhe nochmal anschauen, aber mal so ein kleines Schmankerl hier, wie der Hof aktuell ausschaut. Jetzt ohne Schnee einmal. Ist schon definitiv richtig cool. Müsst ihr zugeben. Schreibt gerne euer Feedback dazu in die Kommentare. Kleiner Cut war das jetzt für euch. Ich habe in der Zwischenzeit noch ein bisschen was getan. Und zwar habe ich hier in den letzten Stall hier, der war ja schon voll, da habe ich jetzt noch 35 kleine Ferkelchen rein. Jetzt eine Gesundheit von 0 haben. Und zwar um 9:23 Uhr. Die sind jetzt schon ein paar Minuten drin. Und das habe ich gemacht, um hier vorne, weil der ist jetzt genau mit 100 voll, dass ich es hinbekomme, genau, dass der und der plus der auch genau mit 100 Ferkelchen voll oder Tierchen voll sind. Das heißt, aktuell ist der letzte überbelegt und die ersten zwei. Und in den anderen kann quasi die Gesundheit nach und nach jetzt wieder steigen. Allerdings müssen wir da teilweise noch ein bisschen was für tun, weil, wie ihr seht, ist vor allem mit den ersten zwei hier das Futter sehr, sehr knapp. Und da werden wir uns jetzt drum kümmern. Ich habe tatsächlich auch aktuell einfach mal 48 so für kurze Zeit im Viehtransporter drin. Müssen wir uns auch mal anschauen, wie die sich so verhalten. Wobei ich glaube, die hatten eh gesundheitstechnisch alle einen Wert von 0. So. Die Dunggabel brauchen wir jetzt nicht. Wir werden jetzt hier ein bisschen CCM laden, damit wir die füttern können. Habe ich schon mal hier einen Unimog dafür hergeholt. Müssen wir wahrscheinlich später auch noch mal fahren, ein bisschen Biertreber einkaufen. Ja, also ich bin auch sehr gespannt, bei dem letzten Stall, den ich jetzt neu überbelegt habe, das mal live zu sehen, wie lang das dauert. Wie schnell die Älteren die Gesundheit verlieren und wie lange es dauert, bis die Jüngeren. Ja, gut, die werden jetzt keine Gesundheit aufbauen, das ist eigentlich ein Quatschgedanke. Weil die sind ja eh schon auf Null und ist überbelegt. Nur so geht es, okay. Dann muss ich ein bisschen anders hinfahren gleich, damit es ein bisschen besser geht. Oh, Helfer A hat die Arbeit erledigt. Ja, schauen wir gleich mal. Aber ich bezweifle, dass der mit dem Feld jetzt schon fertig ist. Eigentlich muss ich mir für die Arbeiten hier auch mal einen gescheiten Radlader oder so holen. Alles immer nur mit dem Frontladerschlepper hier machen. So. Ja, geht nicht. Ich glaube, wir schauen mal kurz, wie weit er jetzt ist. Ah, da in der Ecke ist er stehen geblieben. Wegen dem Baum, okay.
die vielleicht da vorne wegen Nexenbaum gleich wieder stehen. Wir werden sehen. Ich habe dir nicht erlaubt, einen neuen Winkel zu fahren. Genau, das ist der, wo die Schweinchen gerade drin sind. Hier hinten müssen wir anfangen oder jetzt mal weiter aufladen. Prinzipiell, ja, also Felder mulchen mache ich auch selber, aber wenn man halt viel zu tun hat, ist es halt eine Arbeit, die dauert ewig und bringt nicht viel. Da einen Helfer für einsetzen kann, kann man sich damit auf alle Fälle einiges an Zeit sparen, die ich dann für andere Videos und so weiter nutzen werde. Ich habe das Gefühl, die Kamerabewegung, die mache ich mal wieder vielleicht mal leicht. Aber irgendwie finde ich, ist das macht das Bild so ein bisschen flimmrig. Ich weiß nicht, ob ihr das im Video später auch seht. Ich hoffe natürlich nicht. Aber ich weiß es nicht. So, ich mach den mal voll. Voll ist er. Dann fahren wir mal vor und füttern den ersten Stall. Und dann zeige ich euch noch gleich, wo ich meinen Biertreber immer herbekomme. Der letzte Stall, der hatte. Ach, da steht der andere Anhänger im Weg. Hm, reicht es? Vielleicht reicht's, vielleicht reicht's. Ja, es reicht. Dann kriegen die nämlich wieder richtig gut Futter. Eiweißfutter folgt auch sofort. Energiefutter haben sie auch keins mehr. Da muss ich mir auch noch drum kümmern. Also, wenn man so viel Schweine hat, Schweine füttern, das ist schon, sage ich mal, eine richtig, richtig langwierige Arbeit. Und ja, ich muss jetzt auf alle Fälle gleich im Anschluss die ganzen anderen Ställe auch noch auffüllen, dass es mal wieder ein Weilchen reicht. Da muss ich abwarten, bis die Schweinchen sich so ein bisschen geheilt haben. Und ja, wenn das soweit ist, dann hole ich euch auf alle Fälle wieder dazu. Jetzt zeige ich euch nur noch schnell, wo ich meinen Biertreber herbekomme. Und dann mache ich erst mal einige Stunden Schweine füttern, mulchen und so Kleinigkeiten, bis wir dann halt wieder die nächste Charge verkaufen können. Sollte ja mal ein bisschen langsamer fahren, nicht dass der gleich mal ein Blitzer steht. So, da müssen wir rein. Hier ist so eine Verkaufsstelle. Ich hoffe, es ist noch was im Silo drin. Wo wir hier unseren Biertreber herbekommen. Sieht auch ganz herrlich aus. Mach mal einen Anhänger voll. Fahren wir weiter. Und füttern das den Schweinchen. Aber
Wir sehen uns dann später wieder, hätte ich gesagt. Kurze Zwischeninfo noch, es ist 11 Uhr, also seit 9.23 Uhr zwei volle Stunden vergangen und es wird hier immer zur vollen Stunde die Gesundheit der Tiere aktualisiert. In der ersten Stunde waren es 11%, was sie hier verloren haben durch Überbelegung. Jetzt in der zweiten waren es nochmal 14 und die anderen, die wieder ganz normal fressen können, die legen dann halt pro Stunde 6% zu. Man sieht auch jetzt hier, die sind von 180 schon wieder auf 228 im Wert hochgegangen. Also pro Tier kriege ich jetzt schon 48 mehr. Und ja, das Ganze schaut jetzt so aus, dass es hier ja mehrere Stunden dauert. Also für mich ist das der nächste Tag. Wenn wir jetzt sehen hier, die hier vorne sind jetzt, da müssen wir hin. Bei 18%, bis die bei 100% sind, werden ja locker mal noch über 10 Stunden vergehen. Und so lange bin ich heute nicht mehr wach. Deshalb habe ich jetzt geschaut, dass die ganzen Ställe hier keine Überbelegung haben. Nur noch der vorderste, plus im Anhänger ist ein bisschen was drin. Und so lasse ich das jetzt einfach stehen und das Ergebnis gibt es dann morgen. So, zurück. Ein Tag später. Den Schweinchen geht es inzwischen wieder blendend. Also wir können mal schnell reinschauen. Tatsächlich hier Tiere. Gut, der erste Stall. Da sind immer noch zu viel drin, aber ansonsten in allen Ställen. Bis auf hier, da war Futter alle. Tatsächlich haben die richtig viel gefressen. Aber die sind alle wieder perfekt aufgepäppelt. Und man sieht es auch hier bei denen. Hier sind ja die 14-Monatige drin, 100 Stück. Die haben jetzt wieder einen Tierwert für 450 erreicht. Davor hat man 180, also das ist mehr wie eine Verdopplung. Und ich habe inzwischen mit dem Metzger gesprochen. Der hat gesagt, er kauft mir die ab, 500 pro Sau. Da bin ich gespannt, ob der wirklich alle nimmt. Weil 100 Stück wären 50.000. Ich habe 150, wären 75.000. Das ist Batzengeld. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ich warte jetzt nur noch, bis er da ist. Und dann können wir gleich gemeinsam anfangen mit Beladen. So, dann laden wir mal die ersten Schweinchen von Schlachter ein. So, 29, okay. Kriegt er sogar direkt in die ersten Fuhre eine Mischung. Ach, mehr wie 19 gehen nicht mehr. 48, sehr schön. Dann fahren wir mal rüber zum Herrn Metzger. Schauen wir uns das mal an. So, wie war das? Hinten rein zum Händler und dann vorher links. Genau. jetzt bin ich okay. Bin eins zu früh links. Aber komme ich bestimmt auch von hinten rein? Ich glaube nicht, dass man glaube ganz Zug macht. Ganz Zug macht. Jo. Da müssen wir umdrehen. So. Da steht dasselbe LKW ja schon mal. Das ist der von René noch. Das ist eine Schafe ausgemischtet. Ausgemischtet ist gar kein Ausdruck. Fast der ganze Schlachthof voll.
15 Tonnen. So. War das direkt hier davor? Ist bloß ein bisschen doof, dass du da oder das andere da jetzt nichts ausladen darf. Ach, du musst das machen. Ja, leider. Ja, dann guck schon mal die Ware an. Solange sie 100% haben, ist mir das egal. Weil da ist das Gewicht noch mit dran koppelt, haben wir gestern festgestellt. Das heißt, 98% ist schon weniger Gewicht. Mhm. Oh, das ist und auch... ab dem. Also ist bei alle Tiere so, ab dem 18. Monat wird sie nicht mehr schwerer. Okay. Deshalb hast du geschrieben, keine, die älter sind wie 18 Monate. Mhm. Aber das ist ja bei Kühe, die haben nicht mal Milch gegeben dann. Ja gut, die Milchkühe, die lohnen sich sowieso, behauptet er. Also zum Schlachter, gar keine Chance. Wenn, dann wirklich nur die Fleischkühe. Ja. Gut, dann hole ich mal noch die nächsten drei Fuhren. Kilo Schwein hast du jetzt schon? Jetzt bin ich bei... Wo ist die Produktion da? 23.000... Ach nee, halt, das sind Schafe. Kilo. Ja, das hält lange. Ich hab's gerade mal nachgerechnet, der verarbeitet 4.800 Kilo pro Monat. Oh, oh. dann bringe ich da noch einen und dann nächstes Jahr wieder. Ja, so ungefähr, dachte ich mir gerade auch, das geht ja. Freunde, jetzt habe ich alle Ställe voll in Ordnung gebracht. Ich habe jetzt 205 Schweine insgesamt in die Schlachterei gefahren. Da habe ich Rechnungen gestellt von ja, 92.000. Dann habe ich nochmal 48 zum Viehhändler gefahren, habe mir nochmal 10 junge Kühe gekauft und ja, jetzt sind alle Ställe wieder sehr gut ausgeglichen. Nächsten Monat gibt es nichts Junges, übernächsten glaube ich auch nicht. Und ja, dann sind die 4 Monate soweit, die können wir dann auch wieder verkaufen. Aber für die Folge wird es das jetzt gewesen sein. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen guten Abend. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Iltis. Ciao, ciao.